So. Hier noch ein bisschen, das kriegen wir hin. Oh, das müssen wir hinkriegen. Jawohl, das kriegen wir hin. Sehr schön. So. Können wir wieder ein bisschen was erforschen? New Topic. Was bitte Sci-Fi? Nee, wir machen Fantasy. Das hatte ich ja beim letzten Mal schon versucht, aber ja, das ging dann in die Hose, weil wir das Spiel nicht mehr rechtzeitig rausgekriegt haben. So, nochmal researchen. Vielleicht noch ein Topic. Game Dev Hospital. Sci-Fi. Ach ja, hier, dieses Play System, eine Kombination aus TS und CD-Laufwerk. Aber das wird es ja nicht geben. Einen Tag später sagen sie, nö, gibt's doch nicht. So, aber wir werden jetzt demnächst auch mal was für eine Konsole noch machen. Und zwar mal gucken, für junge Leute. Und zwar Racing Dude. Return. Was ist das denn? Na, oh, wieso ist das? Irgendwas spinnt hier. Dudes. Oh, irgendwie spinnt der hier an der Stelle. Racing Dude Returns. So. Wird ein Racing-Spiel, hatten wir ja schon gesagt. Ein Genre bleibt die Simulation. Und als Plattform nehmen wir diesmal den TES. Und der Engine? Nein, haben wir nicht. So. Hat nämlich schon wieder ganz schön Kohle gekostet. So, Stories brauchen wir nicht. Die normale TS wird vom Markt genommen. Dialoge brauchen wir nicht. Ist ein Rennspiel. Entschuldigt jetzt mal. So, ich habe mir gerade einen Flensburger aufgemacht. Werbung. Erfrischend. Und noch ein paar Bugs raus. Eins, zwei. Da kommt noch was Gelbes. Schon wieder eine kodierte Nachricht. So aus, als wenn ich andere Firmen beeinflussen kann, oder? Oder zumindest, keine Ahnung, ich verstehe es nicht so richtig, aber egal. Ist wohl mit dem neuen Patch, denn ich spiele jetzt in Version 1.3.9 und vorher war es 1.3.8. Ah, ich bin schon Level aufgestiegen, sehr nice.
Bessere Dialoge und simple Cutscenes. Jawohl. Okay, 8 ist auch gut. 6, ja. Und gibt eine 8. Na, geht doch. Zwar keine neuen Topics. Währenddessen kann ich ihn ja wieder trainieren. Namoni, also eine andere Firma, wurde Opfer einer einer Industriespionage oder Sabotage sogar. Oh. Hey, natürlich, wenn man alles sowas macht, dann kann man natürlich auch irgendwann auf die Schnauze fliegen. So, halt nicht researchen. Ja, doch. Casual Games. Level Editor. Cutscenes. Cutscenes ist gut. So. So. Neues Spiel für jedermann, neue Topic, Sci-Fi-Strategie. Wieder mal auf dem PC. Nein, hier mal eine normale Engine. So, wieder das. Bisschen Story. Bisschen Dialoge. Oh, ich habe den Namen verkackt. Na gut. Das sehe ich jetzt erst. Ich glaube, ich habe hier Open World und sowas vergessen. Egal. Und gerade am Trend vorbei. Ja. Und 7 Bucks. Na gut, vielleicht können wir dann hier mal Patchwork spielen. Ja, vor Game 12. Ja, das habe ich zu schnell rausgebracht. Too many bugs. Läuft aber noch ganz gut. Ich meine, 3,7K Fans, warum nicht? Games, 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 also known as G3. Die E3 sozusagen. Nach 8 Jahren, soll es die schon geben? 1990 etwa? Cool. Ich darf auf die G3.
Die ist gut. Also das sind schöne Anspielungen auf jeden Fall. Zumal ja gerade die E3 läuft, beziehungsweise gelaufen ist. Wenn ihr das seht, ist sie schon vorbei. Da gab es ja einige schöne neue Sachen. Sei es der Trailer zu Goodbye Deponia, sei es der neue Trailer zu Batman Arkham Origins. Natürlich die PlayStation 4 wurde gezeigt, endlich. Also da gab es so ein paar schöne Sachen. So. Contract Work. Ja, das können wir schaffen. Noch ein bisschen Auftragsarbeit. Schaffen wir das? 18. Das wird eng. 3 Wochen. 5 Wochen. Ja, das machen wir mal. So, Game Convention. The big Game Convention will take place in 4 weeks. Time. Do you want to participate? Ein Kleinstand. Mittlerer Stand. Oh ne, können wir uns nicht leisten. Ein großer Stand können wir uns schon gar nicht leisten. Nehmen wir einen kleinen Stand. So, 4 Wochen ist nicht viel. Deswegen werden wir gleich das nächste Spiel raushauen. Topic. Sci-Fi hatten wir gerade. Pirate Fantasy wollte ich ja, ne? RPG. Der PC. Open World Engine. Und das nennen wir dann Age of Kings. Da natürlich viel. So. Mit Safe Games. Dialoge. Hey, und weil ich gerade das Spiel entwickle, ne? Wow, was ist das? So viel Besucher waren da als 17 halt. Zwar nicht unter den Top 100 Ständen, aber hey. Und Hype 20, leck's mich am. Natürlich wieder ein Open World, Mono Sound. Adventure, verdammt. Sequels, na, das wollte ich doch haben. So, jetzt nochmal fix Marketing. Können wir uns das andere leisten? 150 ist teuer. Sequel. Heißt, Sequel hätte ich gerne vorher gehabt.